Ich habe mich für Fünftes Rad am Wagen entschieden. Das ist so der rap-lastigste Track, glaube ich, auf dem Album. Zudem ist da auch noch Megalo als Feature-Part drauf, der einfach ein unglaublicher Rapper ist und auch einen genauso unglaublich brutalen Part abgeliefert hat. Ja, ist einfach so der straighteste Kopfnicker, glaube ich, so, der auch im Bassbereich einiges zu bieten hat. Genau, und ich glaube, wer da nicht mitnickt, der hat irgendwie ein ziemlich krasses Problem oder so. Die Zusammenarbeit mit Megalo war ziemlich easy eigentlich so. Wir haben ihn auf dem Festival kennengelernt, beziehungsweise echt schon oft einfach auf Festivals getroffen. Dann lernt man sich kennen, so trinkt einen zusammen und dann haben wir ihn gefragt, ob er Bock hätte, ob er sich das vorstellen kann und er hat Bock gehabt und so und es war dann ziemlich easy eigentlich. Also wir haben dann noch hier in Berlin im Red Bull Studio zusammen aufgenommen und ja, wer weiß, höchstwahrscheinlich oder vielleicht oder ja, ziemlich sicher kommt er heute Abend auch zum Gig und es wird quasi die Weltpremiere des Feature Parts werden, genau.